habe ja nun fast alle No-Produkte getestet. Mir fehlen noch zwei Cremes und das Öl. Und Mutti hat sich den Adventskalender gekauft. Vielleicht kommen da alle Produkte raus. Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen. Heute sprechen wir aber über eins der neuen Liquids von No in Zusammenarbeit mit X-Skincare. Und wie ich dieses Produkt hier finde, das besprechen wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sprechen heute mal über den Liquid Balancer von No. Ich muss mal so ein bisschen drauf gucken. Und ich hätte nicht gedacht, dass sich bei dem Produkt die Gäste so ein bisschen scheiden, weil man frickt sich schon. Ich habe die ein oder andere Review auch angeguckt, auch auf TikTok. Ja, ich bin jetzt auch auf TikTok zu finden. Und da wurde sich schon gefragt, warum sollte man das hier kaufen? Es gibt ja auch den Hydrator und der macht doch irgendwie das Gleiche wie der hier. Das ist schon richtig, weil die Pro- und die Postbiotika, jede Menge schwierige Worte, Prä- und Postbiotika, haben eben auch die Eigenschaft, Feuchtigkeit in die Haut zu bringen. Das macht der Liquid Hydrator auch, aber ich vergleiche so das Produkt mit dem Liquid Hydrator dahingegen, dass das hier auf längere Sicht vielleicht so ein bisschen eher ausgelegt ist. Klar, den Hydrator kann man auch auf lange Sicht verwenden, das ist natürlich auch eine richtig gute Entscheidung. Aber hier ist es mehr so für diejenigen von euch, die eben vielleicht eine kaputte Hautbarriere haben und nicht so diesen Soforteffekt haben wollen. Na, also das ist wirklich auf längere Sicht ausgelegt, denn ich habe es jetzt auch ausprobiert und ich mache ja auch ge kein Geheimnis in meinen Videos. Ich leide unter Skinpicking und das macht natürlich die Hautbarriere auch kaputt. Nur habe ich jetzt die letzten 2 Wochen, war ich gar nicht mehr in meinem Gesicht, weil ich aktiv dagegen hergehe, dass ich da halt wirklich nicht ans Gesicht gehe. Aber 2 Wochen ist schon eine echt lange Zeit. Und am Anfang dieser Zeit, als ich eben noch leider ständig am Gesicht war, hatte ich auch etliche rote Flecken. Und mir war so, dass das schon so einen Direkteffekt erfüllt hat. Aber das ist halt mehr so ein Produkt für jemanden, der halt ständig irgendwie rote Flecken am Gesicht hat, der ständig irgendwelche Entzündungen hat. Da kann ich halt nichts dazu sagen, weil in der Regel habe ich das nicht. Lasst uns über die vielen Fremdworte sprechen, die ich jetzt schon gesagt habe, 3 an der Zahl. Ich habe Probiotika gesagt, ich habe Postbiotika gesagt, ne, die Probiotika habe ich noch nicht gesagt und die Präbiotika. Aber wir kennen die drei. Besonders aus der Darmgesundheit. Probiotika sind die guten Bakterien im Darm. Die Präbiotika ist die Ernährung der Bakterien, also das, was wir essen, holen sich die guten Bakterien, je nachdem, welches Nahrungsmittel dann entsprechend gut ist für die jeweiligen Bakterien. Das wird dann aufgespalten und die Bakterien holen sich das. Und die Rückstände von den Bakterien, das ist das Postbiotika. Und das ermöglicht eben Hersteller nicht notgedrungen irgendwie Bakterien in das Produkt zu bringen, weil die Bakterien eben positive Eigenschaften haben, sondern das Postbiotika reicht, um diese Eigenschaften zu erzielen. Und ihr wisst ja, wir sind ja genauso besiedelt von Bakterien wie unser Darm auch. Und die Haut ist halt wichtig, dass die im Gleichgewicht bleibt. Und daran merkt man auch schon, wenn man solche Produkte anwendet, ist es nichts, was notgedrungen sofort wirkt, sondern man muss es auf längere Sicht sehen. Und wenn du halt eben auf längere Sicht so jemand bist, der halt ständig mit roten Flecken zu tun hat, dem die Haut juckt, wo man halt einfach auch merkt, dass die Hautbarriere schon kaputt ist, dann ist das, denke ich, genau das Richtige, um eben so ein gleichbleibendes Ergebnis zu erzielen. Ich kann dazu leider nichts sagen, weil diese Problematik habe ich nicht, was die Haut betrifft. Derzeitig, ich weiß nicht, wie schnell du dieses Video anschaust. Wir haben 2023, es ist in meiner Welt fast November, gibt es ein Angebot von No auf der Webseite, wo sie alle Liquids in einem Set verkaufen für 30 Euro. Und das ist wirklich ein guter Preis, falls du die Produkte schon kennst oder sie ausprobieren möchtest oder sie vielleicht verschenken möchtest zu Weihnachten, wäre das vielleicht eine ganz, ganz coole Sache.
Diese Liquids kann man selbstverständlich auch schichten. Also wenn du zwei verschiedene hast, dann schichte sie. Und ich werde immer wieder dazu gefragt, wie man denn die Produkte an sich anwendet. Liquids, immer von flüssig zu fest ausgeschlossen, die Reinigung. Je nachdem, ob du jetzt mit einem Schaum reinigst, mit einem Öl reinigst, mit einem Waschgel reinigst, mit einem festen Balm reinigst. Deswegen sage ich außen vor. Außen die Reinigung eben von flüssig zu fest und du kannst gerne zwei Liquids hintereinander auftragen und schichten. Wenn das deiner Haut gut tut, ist das auf jeden Fall eine wichtige Sache. Was ich richtig gut finde, ist, was ich bei anderen Herstellern immer so ein bisschen vermisse, weil ich sehe halt immer auch so Fragen dann unter meinen Videos. Ich re reagiere auf Produkt X, Y und Z und ich weiß nicht, was ich machen soll. No weist tatsächlich auf der Webseite darauf hin, dass man mit neuen Produkten vorsichtig sein soll und erstmal alle Actives draußen lassen und das neue Produkt nur anwenden und gucken, wie das alles so funktioniert. Und wenn ich immer näher so nachfrage, stellt sich oft heraus, dass eben entweder die Reinigung zu harsch ist oder dass man das neue Produkt zu oft verwendet hat. Da sich wirklich erstmal rantasten und gucken, ah, was sagt meine Haut eigentlich zu dem Produkt und reagiere ich da jetzt drauf? Und manchmal sind es halt einfach die Kombinationen, die sich gegenseitig dann so ein bisschen, ja, triggern. So habe ich zum Beispiel mit dem Illuminator so meine Probleme gehabt. Meine Haut hat sich jetzt lustigerweise dran gewöhnt. Ich weiß auch nicht, was los ist. Bin ganz froh, dass ich nicht mehr reagiere, aber in der Anfangszeit hat meine Haut dann schon gejuckt. Das habe ich hier natürlich nicht. Ich schichte auch nicht. Das ist nicht notwendig bei meinem Hauttyp, aber es gibt durchweg eben Hauttypen, die eher trockener sind, die eben auch die Liquids so ein bisschen schichten. Hast du das Produkt schon angewandt? Hast du vielleicht negative Erfahrungen gemacht? Schreib auch diese unten mal in die Kommentare. Das ist wichtig für meine Zuschauer, um eben abzuwägen, kaufe ich mir das Produkt oder kaufe ich es nicht? Wie ist es also bei dir? Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.